Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt und Blood and Wine. Wir sind hier in diesen Ruinen oder bei den Ruinen von Artach Palast oder so und haben eine ganze Menge Banditen in die Flucht geschlagen oder besser gesagt zerstückelt. Und ich glaube, einer mindestens ist dann noch auf dieser einen kaputten Brücke, oder? So schaut das zumindest aus. Jetzt müssen wir mal gucken gehen. Wir sind hier... Oh, hier sind noch mehrere. Verdammt, das hört ja nie auf. Wir sind eigentlich hier, um Hexerrüstungsschema zu finden, Schemata zu finden. Was haben wir denn hier? Organisationsplan von Antoine Sterling Strangs Hanse. Das hört sich so so nordlichtig an. Wo sind die denn jetzt noch? Da waren irgendwo Bienen, Hornissen oder ähnliches. Oh, über mir. Okay, dann gehen wir mal hoch. Oh, Geralt, das schaffst du noch. Leckt das schon wieder? Schlabber, schlabber. Aha, da ist der Herr selber. Alles klar. Ich dudel dich mit deinem eigenen Dödel durch. Yes. Schon wieder? Na, komm schon. Wenn er meint, dann dudel mal schön. Dann dudel dir ein. Brenne, mein Lieber. Strangen oder whatever. Komm schon, komm näher. Kannst ja mal versuchen. Vorsicht! Das kannst du ja mal versuchen. Jetzt! Macht ihn alle! Wer denn noch? Da ist keiner mehr. Ich glaube, eine einzige Person ist da noch. Brenne, mein Lieber! Des Hexers Wahlspruch. Und noch einen. Und jetzt haben wir ihn. Oh, da war gar kein finaler Hieb. Das ist ja langweilig. Oh, du hast auch nichts Gescheites dabei, mein Lieber. So, was haben wir denn hier? Tick. Türkis. Also Türkis, ich hab die mal so durchgetestet ohne Aufnahme. Die sind nicht wirklich toll. Die haben jetzt Sicht. Der hat Stofftiere da. Sind das jetzt sein oder hat der etwa Kinder? Oh Gott, das wäre jetzt ein Drama. Oh, oh. Nein, nein, nein. Das sind seine. Der ist so ein bisschen... Okay, wir nehmen das jetzt mal. Oh, da ist viel zu lesen. Ja, okay, die Schemata, da brauche ich jetzt nicht so dringend. Aber wir lesen das jetzt. Dachte ich mir doch, dass es viel ist. Antoine Sterlings Drangs Notiz. Es hat die Atmosphäre sehr entspannt, den silbernen Salamander einzunehmen. Es wurde schon in den Sümpfen besser, da ein gerüttelt Maß unserer Männer mit Aufträgen ausgezogen ist. Aber unsere Hanse ist immer noch so verflucht riesig, dass die Ruinen des Artach-Palasts wie ein verdammter Bazar aussehen. Man kann nicht mal alleine den Darm entleeren. Und bei diesem feuchten Wetter schreien auch noch meine Knochen Zeta und Mordio. Nicht mal Frauen können mich noch richtig aufwärmen. Ich muss schnell eine Lösung finden, bevor die gute Stimmung nach den letzten Raubzügen abklingt und die Leute wieder biestig werden. Diesmal muss es etwas Großes sein. Ich denke immer öfter an dieses Weingut im Süden, Coronata. Huch! Das wäre ideal. Ich sollte Kundschafter losschicken und einen großen Überfall planen. Ach, und ich muss noch was mit den Jungs klären. Rund die Hälfte von ihnen findet es neuerdings schick, Tagebuch zu schreiben. Verdammte Bande von Alphabeten. Sie sollen sich in Schwertkampf und Jagd üben, nicht schreiben. Ich führe Buch über die Ereignisse. Das reicht. Ich werde ein oder zwei dieser Armleuchter auspeitschen und mir mit ihren Tagebüchern das Gesäß wischen. Dann kommt der Rest vielleicht zu Sinn und befasst sich wieder mit ehrlichem Banditentum. Ja, Entschuldigung, was ist denn das, was er macht? Das ist doch auch eine Art Tagebuch. Also ganz ehrlich. Das ist ein Heuchler. Wie geil. Sag mal, die wollten Coronata einnehmen? Nicht, dass das noch passiert, dass da schon welche los sind. Das ist meins. Ganz ehrlich, so geht das nicht. So, mir fehlen aber jetzt noch die Schematas, ne? Nehmen wir erstmal alles hier, was wir hier so kriegen können. Da ist was. Also hier oben ist sonst nichts mehr, oder? Ach, da kann ich viel einsammeln, da hinten unten.
Ich gehe jetzt hier nochmal runter. Ups. Was? Was ist los? Oh! Wer ist das? Hallo? Guten Tag. Ach, ich habe deren Arbeit gemacht, deswegen, okay. Alleine. Ne? Geralt hat das alleine gemacht, gegen so viele. Die sind mir hoffentlich wenigstens richtig dankbar. Hexer, hast du einen Augenblick für mich? Meister Hexer, du suchst nicht zufällig einen Lehrling? Nein, ich suche immer noch die Schematas, oder? Ich habe doch erst einen Teil gefunden, oder? Jetzt muss ich mal kurz reingucken. Weil in der letzten Folge hatte ich ja was gefunden, aber ich glaube, das war ja nicht alles. Und ich habe auch erst ein... eins gefunden, genau. Na? Such. Ich habe, Handschuhe habe ich nicht. Bin mal bei 70. Ja, das sind nur die Wolves. Genau, die anderen sind nicht dabei. Das muss ja auch 70 sein. Dein Wolf. Genau. Das ist auch nur 71. Irgendeins hatte ich gefunden. Ich glaube, das war der Oberkörper, oder? Genau. Hier, die Katzenrüstung. Und da sieht man es schon. Da ist eine Kapuze mit dabei. Das könnte das doch sein, so ungefähr aus dem zweiten Teil, oder? Das war dann wohl eine Katzenrüstung oder sowas in der Art. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber das war das Einzige, glaube ich, was wir gefunden haben, oder? Das war ja nur ein Teil, ne? Weil Stiefel waren es nicht. Nein, das sind nur die... nicht so schnell blättern. Die Wolfsstiefel. Genau, da auch nicht. Mein Gott, ich bin echt so doof, mit der Leiste hier umzugehen. Und da doch auch nicht, ne? Genau, da habe ich auch nur das eine. Okay. Also muss ja hier irgendwo noch was sein. Es ist ja auch noch markiert, ne? So ist es ja nicht. So, wenn ich jetzt mir hier Sachen nehme, darf ich das jetzt? Oder kriege ich Ärger? Ich sollte vielleicht mal ganz kurz meditieren. Dann wird's... Ups, jetzt geht das schon wieder los. Nein, nein, nein. Ich habe mich schon wieder verdrückt. Steh auf, Geralt. Jetzt. Machen wir das dann doch lieber mal schnell so. Es ist ja nur zum Auffüllen. Ne? Ah, Schneelöckchen hier will sich bestimmt auch an Wein und Weib gütlich tun. Schneelöckchen. Schneelöckchen? Du nennst mich, Geralt, Schneelöckchen. Ohne Lohn rührt sich ich hab, nicht mal. Ich hab euch geholfen. Ohne mich, ohne Geralt wärt ihr jetzt nicht hier. Glaub's ja, Schneelöckchen. Ganz ehrlich, hier haben die Männer nichts als Wein und Weiber im Hirn. Ja. Ich bin immer noch überfragt, wenn ich... Mir läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Toll. Who cares? Ist das denn bitte? Muss ich doch wieder hoch? Habe ich was übersehen oder drunter? Mir läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Ich meine, das mit... dem Turmzeichen, das ist ja drüber, aber das habe ich ja, das war ja das Tragen nur, oder? Alles ist falsch. Ja. Nichts kann ich im Griff machen. Hast du einen Augenblick für mich? Ist da irgendwo noch ein Eingang? Ist noch mein Untergang. Schon wieder verloren. Ja, dann hör auf, Gwyn zu spielen. Das kann süchtig machen. Hexer, rette uns vor dem Biest. Ganz ehrlich, hier haben die Männer nichts als Wein und Weiber im Hirn. Ja. Wie immer heute, ne? Das ist doch nichts Neues. Ehrlich? Nur ein Hexer kann das Biest überwinden. Ja. Meine Rede.
Aber ich finde nicht das, warum ich hergekommen bin. Ich glaube, ich muss nochmal nach oben, ne? Hm. Da liegt eine Leiche. Dann liebe Herzogin Anna Henrietta. Ja, das wird sie schon. Keine Panik. Patrouille auf nüchternen Magen. Ach, grauenhaft. Ich tue, wofür ich bezahlt werde. Und jetzt laufe ich hier die ganze Zeit im Kreis rum. Das ist doch auch behämmert. Oh, der macht Liegestütze. Soll brav. Soll man dich Geralt von Riva nennen? Oder ist dir Schlechter von Blaviken lieber? Also Geralt von Riva ist mir lieber, auch wenn ich hier auch sowas gebracht habe wie der Schlechter. Aber ist ja egal, ne? Na, dann gehen wir halt nochmal hoch. Gibt's da noch einen anderen Aufgang? Nö, ne? Okay, ich halt nochmal die Leiter. Habe ich doch was übersehen oben? Very seltsam. Oh, die bauen da auch schon wieder rum. Ausbesserungsarbeiten. Aber jetzt bin ich doch schon wieder weiter weg. Jetzt ist es darunter. Oh, Merd. Ehrlich. Ich hasse es, wenn ich blind durch die Gegend stapfe beim Witcher. Gehe ich weiter weg. Jetzt bin ich in der Nähe. Hier. Nein. Ach mein Gott. Da kommt man mit Prädikatsexamen ja. Von der Akademie von Oxford. Total blind. Jeder breitschultrige Trampel mehr. Ja, ja. Notizen eines Hanse-Anführers. Es lief alles wie geschmiert. Bartholomä de Launay erwies sich wie erwartet als aufgeblasener Trottel. Auch der Hexer ist uns schnurstracks in die Falle gegangen. Hat sich überschätzt und geglaubt, er käme mit allem zurecht. Zuerst spielten wir die gelangweilten Halunken, die in der Nase bohren und auf ihren Lohn warten. Als de Launay und der Hexer endlich zur Sache kamen, rutschte dem Hexer raus, dass die übrigen Schemas in den Nebelgruben versteckt liegen. Ein gefährlicher Ort, aber vielleicht finden wir einen sicheren Weg zum Hexerschatz. Bei de Launay hat ein Bolzen von hinten gereicht. Beim Hexer haben wir mehr Ärger erwartet, deswegen stürzten wir uns zu mehreren auf ihn. Und das war auch gut so, weil er noch recht stark war, auch wenn er gar nicht mehr hochkam. Ich habe die Jungs prüfen lassen, wie viel Schmerzen ein Hexer erträgt. Nach dieser harten Arbeit haben sie sich etwas Entspannung verdient. Dann schnappten wir uns das Geld von de Launay und bald brechen wir zu den Nebelgruben auf, um die kostbaren Schemas aufzutreiben und so teuer wie möglich zu verkaufen. Der Hexer und der Schmied hatten beide fürchterliches Pech. Nebelgruben. Hm. Komischer Name für ein Höhlensystem. Ja. Das sollte ich mir mal ansehen. Wahrscheinlich sind Neblige drinnen. Wissen, ob die Banditen den Schatz aus der Höhle geholt haben. Ja, wohl eher weniger, oder? Also was habe ich jetzt gefunden? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Auf jeden Fall noch zwei Teile. Ja. Das ist jetzt wieder weiterverteilt, ne? Bei der Wolfs... Von der Hand in den Mund. Und nichts, was ich fürs Alter beiseite legen könnte. Ja, ja. Bei der Wolfsausrüstung war das ein bisschen einfacher, ne? Da war alles an einem Ort. Der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Ich hab halt jetzt nicht alles an, weil ich nicht alle Zutaten hatte. Entschuldigung, dass meine Tastatur mal so laut ist. Ich kloppte immer darauf rum. Das war jetzt nur wegen dem Abrollen, dass der keinen Fallschaden kriegt. So, das ist ja nicht allzu weit. Da sind schon wieder irgendwelche Typen oder Viecher. Schnellspeichern. Viecher, das sind wilde Hunde oder was? Ja. Jetzt gibt's die also auch schon hier. Na dann. Oh, 75! Boah! Nein! Wieso denn bloß? Doch nicht gegen das Holz. Mensch, Geralt, stellt sich Mensch mal an. Au! Naja, denn im Detail. Willst du mich wohl veräppeln? Da ist ein Fragezeichen, da gehen wir gekonnt dran vorbei. So. Schaffen wir das ganze Quest denn endlich in dieser Folge? Oh Gott, das sind noch mehr.
Ich will hier raus. Oh, danke. Oh. Falsch. Das sind aber viele wilde Hunde. Oh nö. Welche Stufe hatte das Viech jetzt gerade? Ich hab's nicht gesehen. Oh, relativ, ja. 73, naja. Schon wieder das Falsche. Nein! Verlieren wir die Nerven? Mann, Geralt! Pass halt ober! Geh halt kaputt! Geht das nicht kaputt? Na endlich! War das alles oder ist da noch eins? Ich glaube, ich warte mal lieber nicht da drauf. Das ist aber unter mir. Monsterlager. Na wunderbar. Und es wird jetzt auch dunkel. Wo ist denn das? Ah, hier. Na Mahlzeit. Ich glaube, ich nehme doch mal Katze, oder? Ich sollte mich umsehen. Dann ist halt das Spiel jetzt heute mal in Grau. Macht nichts, oder? Wo, das muss ich erstmal finden. Da. Überlegene Katze habe ich mittlerweile nämlich. So. Aber mal halt ein graues Spiel, dafür seht ihr mir. Okay, noch mehr von diesen Pflänzchen. Uah. Aber ich sehe irgendwie doch nicht so toll. Zum Kämpfen ist das jetzt nicht so ideal. Ah! Geralt, pass Obacht! Na? Ah, schon wieder. Ich vergesse immer, aus dem Weg zu hüpfen. Es ist doch nicht zu fassen. Wo bist du denn? Au. Du bist doch gar nicht so hoch. Was heißt? So, gib mir die Karte. Oh. Ja, ich habe es gefunden. Lexandres Tagebuch. Ich habe alle Brücken hinter mir abgerissen. Eine Rückkehr ist unmöglich. Nicht nachdem ich gemordet und die Großmeisterschemas genommen habe. Vermutlich sind sie mir schon auf der Spur. Hoffentlich kann ich die Sache schnell hinter mich bringen und im Süden ein neues Leben anfangen. Meine Zeit als Hexer ist vorüber. Delonai kann ich nicht trauen. Erst recht nicht, da darauf besteht, dass wir uns bei den Banditen treffen. Ich habe die Schemas in einer Höhle versteckt, die kein Normalsterblicher betreten kann. Wenn alles glatt geht, hole ich mir mein Geld, sage ihm, dass der Schatz in den Nebelgruben liegt und biete ihm dann gegen weitere Bezahlung meine Eskorte an. Wenn es nicht glatt geht und jemand diese Notizen findet, so wisse er dies. Das war es wert. Es war das Töten und Stehlen und überhaupt alles wert, aus dem miserablen Leben in der Spur zu entkommen. Ja, das ist auch wieder so ein Hexer, der so überhaupt nicht klarkommt mit seinem Schicksal wohl oder klar gekommen ist. Der das ist kennt ja, jeder Hexer. Nicht mehr. Diesen Wunsch, alles fallen zu lassen und in den Sonnenuntergang zu reiten. Dieser hier hat entsprechend gehandelt und teuer dafür bezahlt. Die Schemata haben eine traurige Geschichte, aber ich werde gute Verwendung für sie haben. Oh ja, das werden wir. Jetzt muss ich nur noch schwarze Farbe finden oder wie man sie macht. Und wir schauen uns hier auch mal um. Wo bin ich denn auf der Karte? Ich habe hier ein bisschen gespickt, dass man angeblich, ich glaube im Nordwesten eher, also hier wohl eher,
diese Schematas findet. Und ich bin ja nur im Norden, also... Also nicht hier. Aber wir klappern natürlich diese Höhle ab. Nein, das Zeug will ich nicht. Moment mal, es ging doch... Ging es hier nicht weiter? Da oben ist noch was. Und da ist auch noch was. Da ist noch was. Wie komme ich da hoch? Muss ich da irgendwie hochkommen? Blutmus braucht kein Mensch. Ah, da. Ich habe den Vorsprung nicht gesehen. Was hat er denn? Oh. Ich sammle jetzt mal alles ein. Nee. Alles einsammeln wollte ich. Ich habe die falsche Taste erwischt. Liebesbrief, unterzeichnet von Bella de Guinée oder Guinness, keine Ahnung. Mein liebster Freund, Gustav, ich möchte dir für unser letztes Stelldichein tausendmal danken. Beim Gedanken an das nächste schwimmt mir vor Glück der Kopf. Ist es nicht seltsam, dass sich zwei Fremde so schnell so nahe kommen können? Du fragtest, ob es etwas gäbe, was ich besonders schätze. Nun, Gustav, ich hatte schon immer eine Schwäche für Blumen. Mein tragisch verblichener Verlobter hat sie mir immer in den Nebelgruben gesammelt. Ich müsste lügen, wollte ich behaupten, ich hätte jemals schönere Blumen gesehen. Ach, bei dem Gedanken daran, auch du könntest solches auf dich nehmen und mir dort mit eigener, starker Hand einen Strauß pflücken, setzt mein Herz einen Schlag aus. Wenn du mir diese Blumen bringst, so beweist du damit deine wahre Liebe zu mir. Ewig dein. Bella de Gunes. Sag mal, das ist aber fies. Wusstet ihr nicht, wie gefährlich das da ist? Oder ist es erst jetzt so? Jetzt gehe ich ja wieder zum Ausgang, ne? Ist da sonst nichts mehr? Ich gehe nochmal zurück. Wer ist jetzt dieser Gustav? Der Gustav ist aber jetzt nicht der Hexer, oder? Das ist ja ein anderer. Ich mach mal hier Licht. Ich habe zwar jetzt die Katze an, aber... Sonst ist hier nichts. Auch noch mit. Das sind nur verzweigte Gänge. Wir sind, glaube ich, hier oben reingekommen, oder? Oder sind wir hier unten reingekommen? Oh ne, das geht gar nicht. Doch, geht schon. Okay, hier ist ein Gang. Nö, hier ist nichts mehr im Gang. Dann gehen wir wieder. Jetzt ist es eh Nacht. Naja, Nacht ist jetzt übertrieben. Abend. Da haben wir den Geruch wieder. Was für ein Geruch? Lieber Herr Geralt, was meinen wir für einen Geruch? Da ist was Rotes, aber ich habe keine Ahnung, was du meinst. Hä? Steck mal gerade deine Waffe weg, bitte. Soll ich mal die Katze deaktivieren? Also das eingeloggte Quest ist ja das Hauptquest gerade. Das ist jetzt nur sichtbar, weil ich die ganze Zeit auf die Hexersinne drücke. Ah, da geht's weiter. Er riecht was. Aber... Oh, Glühwürmchen. Ist der das? Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum. Auftrag der Böttcherzunft. Das lesen wir natürlich noch. Lieber Gaston, auf deine Frage zur geplanten Route für die Tanninfässer kann ich bestätigen, dass die offizielle Zunftroute nach wie vor über das Land von Graf de Salvares führt. Die Zunft sieht keine Notwendigkeit, von dieser traditionellen Route abzuweichen.
da der Graf sich verpflichtet hat, für alle Schäden aufzukommen, die der große weiße Schrecken anrichtet. Selbst bei Verlust der gesamten Ladung entsteht der Zunft kein finanzieller Schaden. Ja, und die Leute? Oder ist die Ladung Leute? Ja. Okay, jetzt sind wir natürlich wieder in einer anderen Quest. Mich würde jetzt nur gerade interessieren, welche Quest ist das? Das ist doch... nein, das ist kein Hexerauftrag. Oder hat man das einfach noch nicht eingeloggt? Das ist die Eskorte. Das können wir mich auch noch machen eigentlich, oder? Das ist Faustkampf. Das ist nicht mehr Toussaint. Tja, sehr, sehr seltsam. Weinfäden Belgard muss ich übrigens noch fertig machen. Ich muss ja noch das Belgard-Weingut selber in Ordnung bringen. Das werde ich, glaube ich, als nächstes machen, damit wirklich diese Questreihe jetzt dann abgeschlossen ist. Und dann werden wir wieder zum Hauptquest gehen. Und schauen, ob Regis unseren lieben Detlef zur Vernunft gebracht hat, dass wir zusammenarbeiten können. Natürlich muss ich erstmal der Herzogin alles erklären. Bin ich auch gespannt, wie das laufen wird. Ja, und dann immer mal wieder Nebenquest, weil die sind sehr, sehr interessant, sehr spannend. Und ich denke, ja, ich bin mir eben nicht so sicher, ob ich nicht die anderen Schatzsuchen mit der Hexerrüstung alleine machen soll, also ohne Aufnahmen. Oh, ich finde das jetzt cool mit den Glühwürmchen hier. Das ist schön. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich hin soll. Das ist so ohne Quest irgendwie. Wahrscheinlich gehört das zu irgendeinem anderen Quest dazu, kann ich mir vorstellen, dass... Da redet jemand im Hintergrund. Aber ich höre es nur, wenn ich die Hexesinne anhab. Das ist lustig. Das ist mit Absicht so gemacht schon, oder? Ich höre etwas, aber das ist kein Basilisk. Menschliche Stimmen. Menschliche Stimmen. Aber das, meine Lieben, werden wir in der nächsten Folge herausfinden, was es damit auf sich hat. Ich bedanke mich fürs Reingucken und beim nächsten Mal werde ich dann wahrscheinlich auch die Hexerrüstungen hoffentlich machen, die neuen. Zusätzlich zu dieser Wolfsausrüstung. Und besser gesagt, nächstes Mal präsentieren. Längst werden wir erstmal gucken, welche Leute hier sind. Bis dann. Tschüss.